herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einer Review. Und zwar, ich habe ein fertiges Bild, das der ein oder andere hat sicherlich auch schon gesehen. Meine Fortschritte auf Instagram oder auf Facebook. Folgt mir da gerne. Die Namen sind unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise auf Instagram findet ihr mich mit Craft Wedding, also ohne End. Und auf Facebook Craft and Wedding. Ja, ich habe den süßen Raccoon von Karat Art. Ich zoome euch mal vielleicht noch ein kleines bisschen raus. So, und zwar von Karat Art ist das. Das ist ja ein Bild, das mir zur Verfügung gestellt worden ist, um euch zu zeigen. Und es ist von der Künstlerin Ophelie Honey. Und ist 48 x 48 cm groß mit eckigen Steinchen, ja. Dieses Bild habe ich ja gepaintet zum Event Happy Animal. Ich habe mit euch ja das Kitting abgemacht und habe das Bild dann vorbereitet. Und ich glaube, ich habe auch mal zwischendrin ein Paint with Me gemacht mit euch. Ihr habt es auf jeden Fall schon gesehen. Und ich habe das heute beendet und habe gedacht, ich mache jetzt gleich Review. Weil ich heute auch schon Zeit habe und ja, genau. Hier habe ich schon mal mein Logbuch, das ihr bei mir findet im Shop. Also wenn ihr da Interesse habt, hier habe ich alles schon mal aufgeschrieben. Die Leinwand habe ich auch schon eingeklebt. Das lege ich mir einmal auf die Seite. Also ihr findet hier wirklich alles. Ihr habt Platz fürs Bild. Ihr könnt hier eure Legende reinkleben. Dann haben wir hier noch ein Time Tracker, Platz für Notizen. Genau. Das lege ich mir auf die Seite zum Spickeln. Aber eigentlich weiß ich alles, ne? Wenn ich das Bild anschaue, sehe ich schon alles. Auf jeden Fall hatte das Event Happy Animals stattgefunden. Das hat begonnen am 1.2. am 1. Februar und geht bis einschließlich 30.3. 31.3. 31.3. Dritte hat ja 31 Tage. Und die liebe Perla von Perlas Diamond Painting von Instagram, beziehungsweise sie ist auch auf Facebook. Sie hat auch eine Facebook-Gruppe zu dem Event gegründet. Und aber natürlich auf Instagram konnte man auch teilnehmen. Hat dieses Event ins Leben gerufen und hat 30 so süße kleine Tierchen entworfen. Ich habe mir die hier in so ein Stickeralbum immer geklebt, sobald die fertig wurde. Das sind so die letzten Tierchen. Die kleben nicht mehr ganz gut. es sind auch, glaube ich, nicht alle hier. Zum Beispiel der Affe, seht ihr da, der hat auch überhaupt nicht mehr gut geklebt. Das habe ich mir ausgedruckt gehabt, ausgeschnitten auf Stickerpapier und dann habe ich mir das Feld ja eingeteilt. Das habe ich euch ja gezeigt. In die ganzen Tierchen. Ne? Und jeden Tag hat sie ein Tierchen gezogen. Das erste war hier der süße Koala-Bär. Dann ging es hier halt fortlaufend. Ne? Ich bin so nach und nach, also ich bin nicht jeden Tag dazu gekommen, das zu painten. An manchen Tagen habe ich es gar nicht geschafft. Also sie hat alle zwei Tage, also es ging ja über zwei Monate, also Februar und März, alle zwei Tage so ein Tierchen gezogen. Und ich bin nicht immer dazu gekommen, jede Woche. Und dann habe ich als am Wochenende dann auch mal an einem Tag vielleicht mal drei Felder aufgeholt. Das heißt, ich habe nicht wirklich 30 Tage an dem Bild gepaintet, sondern ich glaube, es waren es nur 23 Tage, genau. An 23 Tagen habe ich an dem Bild gepaintet. Das heißt, an manchen Tagen habe ich halt auch zwei Felder gepaintet, weil ich aufholen musste. Aber ihr seht, ich habe es pünktlich geschafft. Heute ist der 29. Ich bin sogar kurz vorher noch fertig geworden. Und ja, ich werde mir jetzt hier, ich wollte euch das noch zeigen, hier werde ich mir wahrscheinlich dann noch ein paar der süßen Sticker mit ins Logbuch kleben. Ich finde es eigentlich eine ganz nette Sache. Nicht alle, aber die, wo noch so schön aussehen, passt der hier hin? Ja, da muss ich was anderes nehmen, aber da passt hier unten rein. Genau, also da werde ich mir
finde es eigentlich eine ganz nette Sache. Und dann weiß ich, ah ja, das war das Event mit den Tieren. Das Kätzle, das ist doch auch süß. Das kann man hier noch hinkleben. Hier oben vielleicht noch das Krokodil. Hier sind so Tigerchen. Und dann kann ich mir das schön in mein Logbuch reinkleben. Also wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt an dem Logbuch, ist in meinem Shop. Gibt es mit oder ohne Stoppuhr. Also ich habe ja auch die Möglichkeit, dass man sich das tracken kann, ne? Wie lange man halt dran saß. Dazu kommen wir dann aber noch gleich. Ja, ich werde mich dann noch ein bisschen austoben. Ich wollte es euch nur zeigen. Uns hat richtig viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass die Perla jetzt nochmal ein Event startet. Ich glaube, es startet im Mai. Also sie macht jetzt quasi einen Monat Pause. Und im Mai startet nochmal ein neues Event, so wie es gehört. Ich will nicht zu viel vorgreifen. Und zwar geht es da, glaube ich, um Fantasy. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen was. Ich musste leider passen. Ich bin im Mai schon in mehreren Events am Teilnehmen und im April auch schon. Also das wird zu knackig dann für mich. Ja, aber kommen wir zu diesem schönen Raccoon. Zu diesem Bild gibt es noch ein Mystery, passend mit dem Raccoon und seinem Freund. Mehr will ich gar nicht verraten. Auch ungefähr in der gleichen Größe. Das paintet gerade die Melly von Mellys Painting Ecke zum Mystery Event. Wenn ihr auch Interesse habt an Diamond Painting Events, könnt ihr auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Ich verlinke sie unten in der Videobeschreibung. Die heißt Diamond Painting Events Deutsch, also für Deutschland. Und da finden auch nur deutsche Events statt, keine englischsprachigen. Dafür gibt es extra Facebook-Gruppen. Da brauche ich nicht auch noch eine gründen. Und ja, also wie gesagt, wir haben hier einmal den Friends in the Rain. Das Bild habe ich bei mir im Stash seit September 23, also letztes Jahr im September 23 durfte ich euch das vorstellen. Da kam das bei Karat Art in den Shop, war eine Künstlerkollektion. Und wir haben hier 49 Farben und von den 49 Farben haben wir 9 AB-Farben. Und das ist mega, mega schön in dem Bild. Ihr seht es vielleicht schon, ne? Seht schon, wie es funkelt. Ihr seht die ganze, also wir haben hier überall in den Regentropfen, die hier runter fließen, und hier in den hellen Punkten haben wir überall AB-Steine. 775 und die 5200. Ja, ich muss euch dann wieder ranzoomen. Sieht man das schlecht? Seht ihr das? Hier diese AB-Steine. Dann haben wir hier ein bisschen am Vögelchen hier oben am Rand. Dann hier am Regenschirm, finde ich auch super schön. An den Schnurrbarthaaren ein bisschen. Dann haben wir ganz viel Grün auch immer wieder hier in den Blättern drin. Auch hier diese Pflanze zum Beispiel, komplett AB-Steinchen. Und der Druck ist so, so toll. Ich zeige euch das mal. Seht ihr, wie schön und eng die Steinchen sitzen? Hier seht ihr auch die schönen grünen AB-Farben. Wir haben hier auch ein bisschen blaue AB-Farben. Hat richtig Spaß gemacht. Rosane hier in den, seht ihr, hier in diesen Blüten. Mega schön. Und ihr seht, wie schön und eng das sitzt, aber es bloppt überhaupt nichts. Wir haben hier wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Mega, mega schön gerendert. Es hat super viel Spaß gemacht. Das ist auch ein Bild, was nicht so viel Konfetti hat. Das war eher tatsächlich ein bisschen Colorblocking-like. Da ist mal bei einem Fältchen, habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht. Wir können es ja mal anschauen. Hier. Seht ihr, hier sehen wir die Zeiten. Eine Stunde 21, 50 Minuten. Hier habe ich wahrscheinlich mehrere Felder gepainted. Wieder hier 2 Stunden 36, denke ich mal 2 Felder. 1 Stunde 36, 1 Stunde 14, 1 Stunde 18, 59. An der Seite hatte ich ein bisschen schmälere Felder. Habe ich nicht ganz passend, ganz genau passend die Felder gleich groß gemacht. Hier habe ich bestimmt auch wieder mehrere Felder gepainted. Hier 1 Stunde, 1 Stunde, 21, 21. Na, ihr seht hier 34, 2. Hier habe ich wahrscheinlich nur zu Ende gepainted und hier Stündchen nur. Also ich habe ungefähr knapp über ein Stündchen, eine Stunde bis zu 1,5 Stunden gebraucht.
für ein Feld. Und es ging super. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt das zweite Mal, dass ich das Bild, dass ich ein Bild painte in verschiedenen Feldern, wo jeden Tag dann ein Feld gezogen wird sozusagen. Ich habe ja damals auch tatsächlich auch ein Karat-Art-Bild. Die Nostalgie-Kamera hatte ich ja damals auch. Ich glaube, das hat auch die Perla veranstaltet. Das war nämlich das Event. Wartet mal, ich habe es vielleicht sogar hier in meinem Logbuch noch drin, weil das sind nämlich die Bilder vom letzten Jahr noch drin. Das habe ich gleich ziemlich am Ende beendet. Ich muss noch mal gucken. Und zwar, ja, hier. Nostalgie-Kamera. Das hat. Ja, Perlas Diamond Painting Love und Lady Katniss DIY haben das gehostet. Wie lustig eigentlich. Und da hatte ich auch teilgenommen und das war auch in Felder eingeteilt, aber da war es in Zahlen eingeteilt. Und ja, ich muss sagen, das ist nicht so meins. Also ich würde es nicht unbedingt sagen, ist komplett nichts für mich. Ich mag gern mein eigenes Tempo vorgeben. Wenn man halt immer jeden Tag nur ein Feld hat, hat man ja auch nur ein Feld zum Painten sozusagen und dann ist ja fertig. Ne? Wenn du so eine Stunde oder eine St manchmal an Samstagen, da penne ich 5, 6 Stunden, ne? Also oder länger, je nachdem. Und ja, ich weiß auch nicht. Und so hat sich das so auch ein bisschen für mich gefühlt in die Länge gezogen. Aber trotzdem hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr niedlich mit den Tieren. Und ja, die Qualität von Karat Art ist halt auch wirklich super gut. Der Kleber ist sehr gut. Man kann die Steinchen noch verschieben, aber sie fallen auch nicht ab, dass man sagt, es ist also schön kräftigen Kleber auch. Also eine schöne Schicht. Ihr seht, ich habe hier auch gar kein Washi-Tape. Bisschen sieht man, wie weit der Kleber rüber geht. Seht ihr? Da ist ein bisschen verstaubt. Da hätte ich vielleicht ein bisschen abkleben können. Aber wenn ich es versiegelt habe, werde ich es eh abschneiden. Also von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Eine Seite habe ich ja schon abgeschnitten wegen der Legende. Also von daher, ja, es passt es schon. Ja, 49 Farben habe ich schon erzählt. Genau, ich habe genau an dem Bild 23 Tage gepaintet, an 23 Tagen und genau 37 Stunden und 30 Minuten. Ne, habe ich da dran gepaintet. Also finde ich eigentlich völlig okay. Ne? Knapp 50 mal 50, also 48 mal 48er Bild. Kann man nichts sagen. Ich finde ihn mega schön. Der wird auf jeden Fall jetzt versiegelt. Dann kommt er erstmal in meine Mappe. Ich weiß noch nicht, wann und wo ich ihn aufhänge. Da muss ich mal gucken. Ich brauche auch noch einen Bilderrahmen. Ich denke mal, dann nehme ich einen 50 mal 50er und mache außen vielleicht noch ein weißes Tape. Ne? Weiß passt da, finde ich, ganz gut dazu. Oder dunkelgrün. Muss ich mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall super, super cute. Und ich freue mich auch schon, das Mystery zu painten. Aber gerade habe ich überhaupt keine Lust auf Mystery, weil ich paint jetzt ein Pichu-Ear Mystery noch, den Osterkalender. Und dann painte ich noch das Mystery zum Mystery Event. Gerade habe ich keine Lust auf Mystery. Von daher wird der Kollege von ihm noch ein bisschen warten, aber ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, so im Sommer. Es sind halt echt schöne Farben, ne? Dieses Grün, dieses schöne, kräftige, satte Grün und dieses Rosa noch dazu, ne? Bla. Einfach toll. Ich bin schon gespannt, wie der Melli erst aussieht. Wenn sie es fertig gepaint hat, sieht bestimmt auch super, super, super schön aus. Macht mir auch nichts aus, wenn ich mich dann gespoilert habe. Ich weiß ungefähr auch, was es wird. Man sieht es ein bisschen durch. Aber das ist halt bei den Mysteries so, ne? Durch diese Symbole erkennt man das ein bisschen, ne? Ach so, zu den Steinchen. Genau. Ich habe hier das ja hier in dem Körbchen drin gehabt. Und das fand ich eigentlich auch echt gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Hier passen 50 Dosen rein, sogar ein bisschen mehr. Also ihr seht, ich hätte hier noch Platz für 3, 4 Dosen. Ich werde das jetzt mit euch zurücksortieren in mein Sortiersystem, aufräumen. Wir kitten das jetzt einmal down. Hier kann man auch super gut noch Sachen reinlegen. Ne?
Schiffchen passen hier super rein, Wachs und also man hat es richtig schön kompakt zusammen. Gefällt mir wirklich gut und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das ein oder andere Bild dann nochmal reinkitte. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich bereite schon mal alles vor, meine Boxen und dann auch die Box für mein Restesteinebild. Da kann ich euch vielleicht, ich hole es mal kurz her, dann zeige ich euch mal, was ich schon gepaintet habe und dann machen wir das Kitting down. Bis gleich. So, da habe ich das Bild und zwar habe ich ja von Amy Stewart Little Love Chocolate Shop. Ich kann euch das Bild gerne mal hier irgendwo einblenden, dass ihr das Bild mal seht, was es werden soll. Und das mache ich ja komplett mit Restesteinchen. Ich habe hier jetzt, wie gesagt, schon angefangen. Ich sehe das bis hier runter. Na? Dazu gibt es auch schon zwei Videos, zwei Anleitungsvideos. Schaut gerne in die Playlist Kreuzstich in Diamond Painting umwandeln. Das ist ja eine Kreuzstichvorlage von Heaven and Earth Design. Und ihr seht hier auch so weiße Stellen, da fehlen mir noch Farben. Ich habe nämlich 5 Farben, gar keine Steine von 5 Farben, vor allem hier im rosa Bereich. Und ich habe schon geschaut, ich habe von den Steinchen kommen jetzt welche. Ich glaube 3 Farben. Und dann fehlen mir eigentlich nur noch 2. Natürlich habe ich von vielen Farben auch noch nicht alles komplett. Ne? Das kommt immer nach und nach, wenn ich das Bild, wenn ich wieder ein neues Bild beende, dann wachsen hier wieder Farben dazu und dann kann ich hier weiter pendeln. Also das wird ja auch immer ein bisschen langsamer wachsen. Aber ich finde es voll schön. Man sieht hier auch schon ganz toll die Laterne. Hier kommt schon die Treppe. Hier unten kommt die Blumenvase. Hier die Vase und die Blumen drin. Sieht richtig schön aus. Mega toll, gefällt mir richtig, richtig gut. Und da werden wir jetzt auch Steinchen hoffentlich ein paar zurücksortieren. Aber ich weiß, ich habe es schon durchgeguckt, weil ich so neugierig bin, ob ich da wieder ein paar Reste stehen. Ich habe es mir schon markiert, dass ich gar nicht lang rumgucken muss. So, da bin ich wieder. Ich habe alles hergerannt und ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe ja hier auch meine Vorlage ausgedruckt. Also hier seht ihr, das habe ich jetzt gepaintet. Hier die Laterne und hier runter, hier kommt das Geländer von der Treppe. Und hier kommt einmal der Blumenkübel. Ja, mega schön. So schön ist das. ich muss mir jetzt mal kurz noch mein Logbuch hernehmen, weil ich habe die jetzt nicht sortiert. Die Steine, dass ich, weil ich habe meine DMC ja hier kategorisiert in 100er Schritten. Und dann fange ich. Nach der Liste ist es ja aufgelistet in dem 10-Nummern Reihenfolge. Und ich weiß leider, leider nicht ganz genau. Also hier in meinem, das wollte ich, Mensch, ich wollte sagen eigentlich, manchmal, dass ich es hier nicht nach der Reihenfolge habe, sondern ich habe hier erst die Zahlen, dann die Buchstaben. Das ist auch ein bisschen durcheinander hier gekommen tatsächlich. Und so gucke ich einfach drauf, okay, wir nehmen jetzt als erstes die Nummer 1. Und dann, ja genau, so machen wir es. Und dann gucke ich hier, was kommt als nächstes, Nummer 2. Und dann sehe ich zum Beispiel Nummer 10 ist jetzt der Kringel und nicht die, hier gibt es ja keine Zahl Nummer 10. Ne? Und hier habe ich meine Box mit meinen Steinchen für mein Restebild. Ich habe noch eine 30er, weil es sind ja 90 Farben, aber die holen wir dann, wenn wir hier durch sind. Da sind wir ungefähr bei den 900 bis knapp 3000 sind wir hier drin. Und die anderen nach 3000, die kommen dann in den kleinen Koffer, dann tausche ich das einfach aus. Genau. So, dann würde ich sagen, ich stelle mir das einmal hier auf die Seite. Dann holen wir mal die 1. Das passt ja schon mal. Die 1 habe ich mir, ich habe mir bei manchen so einen Punkt gemacht, zum Beispiel wie hier bei der Nummer 5. Und da weiß ich, oh, die 413, ja, die brauche ich auch. Ihr seht auch bei dem Bild, also ich hatte auch wirklich mehr als genug Steinchen übrig von jeder Farbe. Kann ich gar nichts sagen. Also da war wirklich, diesmal war wirklich ausreichend Steinchen. Beim letzten Bild hatte ich ja bei Snowy Walk, da hatte ich ja ein bisschen Pech, weil da ein bisschen Steine gefehlt haben. Das
gucken wir mal, die 164, die haben wir. Da. Da haben wir zwei Farben außen. Das ist eindeutig die helle. Also ich finde das System mit diesen Bechern hier echt super, muss ich sagen. Kann ja die Melli echt schon verstehen, dass sie gerne aus ihren Medizinbechern paintet. Das macht echt Spaß. Also, und es passt halt schön viel rein, ne? Hier hängt noch eins. Sich richtig da reingequetscht. Oh, ist davon gesprungen. Also es macht, weil halt auch echt viel reinpasst und geht echt super. Ja. Hier, das können wir wegmachen. Ich mache mir immer so einen Haufen, wo ich alle draufklebe und dies entsorge ich dann. So, die Nummer 1 haben wir schon. Dann die Nummer 2. Das war die 310. Da brauche ich gar nicht gucken. Die habe ich auf jeden Fall. Mehr als genug. Da haben wir schon zwei große Beutel, aber das bisschen, das passt hier noch rein. Das machen wir auf jeden Fall noch in einen hier rein. Da fangen wir keinen dritten an. Jetzt erstmal noch nicht. Aber ich brauche bald wieder welche, weil ich habe noch ein anderes Heaven and Earth Design Bild. Und da brauche ich wahrscheinlich einiges an Schwarz. Für Trills and Chills. Das wird 50x70 groß. Aber da muss ich mal gucken. Also da werde ich mir auf jeden Fall Steine bestellen. Und da werde ich auch einen Teil schon haben, denke ich mal. Und den Rest bestelle ich mir an Steinchen. So, dann haben wir die 318. Brauchen wir auch nicht. Aber da brauche ich auch nicht gucken. Die habe ich auch auf jeden Fall. Das ist auch so eine gängige Farbe. So ein Grau. Grauton, ja. Den habe ich vielleicht auch in mehreren Nuancen. Muss mal gucken. Ja, in zwei. Einmal ein bisschen kühlerer Ton, einmal ein bisschen wärmerer. Das ist eher der wärmere, aber echt nicht so viel. Aber von der 3 habe ich auch wirklich nicht viel Steine gebraucht. Und man sagt ja immer so, ungefähr 10% mehr Steinchen sind ja bei den Bildern dabei. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bild vielleicht nur 200 Steinchen habt, dann sind es 10%, ne, 20 Steinchen mehr. Deswegen hat man dann auch nicht viel übrig. Ja, da gehen echt gut runter, die Sticker von Karat Art, muss ich sagen. Sehr schön. Dann kommen wir zu der 4. Das ist auch der gleiche Buchstabe. Es ist echt lustig. Ich zeige es euch mal. Hier seht ihr, die 4 hat es so ein orangene Druck, ne? Und hier auf der Leinwand war die 4 in rosa und Steinchen. Das ist aber auch eher so orange. Wie ihr es, ne, hier sehen könnt. Und achso, die 402 habe ich die. 402 haben wir. In einer Farbnuance. Und das passt auch. Da habe ich nicht viel gebraucht von der Farbe. Für kann sein, das war vielleicht in dem Küken drin. Das Bild statisch aufgeladen. Oder sind das welche, wo ich abgepittelt habe? Das kann natürlich auch sein. Aber von der 4 habe ich, glaube ich, nicht viel gebraucht. Ich glaube, das war in dem Küken drin, weil das so orangefarben ist. So, jetzt. Ihr drei dürft auch noch mit da rein. So. Gut. Die 402 haben wir auch. Und ich weiß auch, glaube ich, schon, welches Set ich mir als nächstes da rein mache. Und zwar im April startet das Event Dakota Son. Das ist ein Event, in dem Bilder von Dakota Johnson heißt sie, glaube ich, oder? Dakota.
Nee, Dakota Detweiler, nicht Johnson. Dakota Detweiler heißt sie. Und ich möchte gerne die Glass Mermaid painten. Und das geht über 2 Monate, also April und Mai. Und parallel läuft noch ein Event auf dem Discord-Server unter dem Meer. Und das passt ja dazu, ne? Also es passt beides. Und dann kann ich das eine Bild zu 2 Events painten. Das finde ich mega. Und das unter dem Meer geht sogar bis Juni noch, einschließlich Juni, also 3 Monate. Finde ich richtig super. So, weiter geht's. Die Nummer 3 haben wir, die Nummer 4 haben wir. Dann machen wir die Nummer 5. Die brauchen wir, 413. Die haben wir ja auch vorhin rausgeholt. Die 413. Hier habe ich ja alles sortiert nach dem C-Nummern, ne? Das passt auch tatsächlich super, weil ich ja über den Pattern Keeper painte und da wird mir die DMC-Nummer und das Symbol angezeigt. Das heißt, ich brauche gar nicht nach dem Symbol gucken, weil hier diese PDFs von Heaven and Earth Design, habe ich euch erzählt in dem Video, die bestehen fast nur aus Symbolen. Ein paar Buchstaben und Zahlen sind drin, aber nicht viel. Und dann kann man sich das nicht wirklich zusammensortieren. Ne? Dann haben wir die Nummer 6. Ist auch die Nummer 6. Ja, die 472 braucht man nicht. Habe ich die hier? Ja, die habe ich auch. Nur eine Farbnuance und das passt auch super. Können ja eigentlich mal hier schon umschlagen. Wenn ihr auch so einen Color Coach wollt, den habe ich auch im Shop, aber in einem anderen Design, ein bisschen in einem bunteren Design. Das passt, denke ich, auch ganz gut zu den bunten Steinchen. Könnt ihr auch gucken. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, ihr braucht da doppelseitiges Klebeband, aber auch das biete ich an, falls ihr keins habt. Das ist auch perfekt. Die Größe, es hat genau 6 mm, passt genau auf eine Spalte. Oder ihr bastelt ihn euch selber. Da habe ich auch ein Video dazu auf meinem Kanal, wie man so eine DMC-Liste selber bastelt. Und da könnt ihr auch die PDF haben davon. Also es wäre auch kein Problem, wenn ihr das euch selber basteln wollt. Dann haben wir die 590, die brauchen wir wieder. Da haben wir auch noch nicht so viele Steine. Aber blöderweise habe ich hier hellere Steine. Das heißt, die kann ich nicht dazu sortieren. Das heißt, die werde ich hier mit reinmachen in den Koffer. 518, 519. Ist ja auch lustig, warum habe ich hier nur so wenig Steine drin? Das ist auch noch mal eine andere Farbnuance. Also das hier passt eher mit dem hier zusammen, aber das ist halt heller. Das heißt, ich muss jetzt noch mal einen Beutel anlegen. Machen wir die schon mal weg. Na, so. Beutelchen Hammer. Apropos Sortierboxen, ich habe ab morgen wieder welche im Shop, also ab Samstag, ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut, ab Samstag, dem 30.03. habe ich wieder welche. Ich habe schon Ware bekommen, ich muss aber morgen mal noch in Ruhe durchsichten und dann fülle ich wieder auf, also so Restesteineboxen mit allem drum und dran, ne, wenn ihr da Interesse habt. Wieder gekauft. Ich habe aber auch jetzt die Funktion, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich wieder auffülle. Das heißt, wenn ihr in die Box wollt zum Beispiel und ihr wollt wissen, wann die wieder reinkommt, eine bestimmte Boxfarbe zum Beispiel, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr einfach eure E-Mail hinterlasst und dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, sobald die wieder im Shop ist. Ne? Und dann könnt ihr direkt zuschlagen. 519.
Ja. So. Es wird auch irgendwann auch die Funktion geben mit Wunschliste, dass ihr auch eine Wunschliste anlegen könnt. Aber erstmal habe ich es noch nicht drin. Ich habe auch viel. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Entschuldigung. Erstmal, ich habe ja viele Produkte, die jetzt wechseln. Ne? Gerade zum Beispiel Teppi und Wachs ist ja bei mir eher saisonal. Ich habe eine Basic-Gruppe von beliebten und Basic und von so ein bisschen besonderen Düften. Und dann habe ich saisonale. Ne? Also ich habe immer so, sagen wir mal, drei Kategorien. Im Moment sind es halt einmal die Basic und Beliebten. Dann habe ich einmal besonderen Düfte. Da ist sowas drin wie Nordlichter oder Zauberstab oder sowas. Ne? Vanille Patchouli. Ne? Und wenn ihr schaut, dann haben, und jetzt gerade sind ja aktuell Frühlingsdüfte drin. Ne? Und die wechseln ja immer, deswegen habe ich davon noch ein bisschen abgesehen mit der Wunschliste, weil es kann halt auch schnell passieren, dass man sich vielleicht dann auch was auf die Wunschliste macht und dann irgendwann wieder nachschaut und dann sieht, oh, das gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Deswegen bin ich noch am Überlegen. Auch bei den Covermindern, die wechseln ja auch immer wieder durch. Da habe ich ja auch kein festes Programm, weil ich habe halt auch viele wiederkehrende Kunden und da muss man schon ein bisschen Wechsel machen. Immer auch ein bisschen saisonal gern mal. Ne? Jetzt gerade sind ja auch noch viele süße Hasen-Covermindern drin. Falls da noch jemand Interesse hat, schaut gerne. Also unten ist der Shop verlinkt. Schaut gerne vorbei, da würde ich mich sehr freuen. So, weiter geht's. 519. Das war die 7, jetzt kommt die Nummer 8. Brauchen wir nicht. Ich habe hier gar nicht so viele. Ich glaube 12 Farben oder so, die ich in meinen Koffer reinmachen kann. Aber die konnte ich ja jetzt leider nicht nehmen. 597. Die haben wir. Ja, die ist ein bisschen heller hier. Ich muss das mal. Ich brauche mal ein Schiffchen. Ich finde, im Schiffchen sieht man es besser, ob es zusammenpasst oder nicht. Ja, das hier ist ein bisschen heller. Da werde ich noch mal eins anlegen. Aber ich sage euch, das Restesteine-Bildchen, das macht so viel Spaß. Freue mich richtig und wie gesagt, ich möchte gerne zu Trills und Chills, habe ich mir ein ganz tolles ausgesucht und das werde ich auch demnächst kitten und das werde ich in einem ganz anderen System kitten, weil ich habe mir denn da was überlegt und zwar, ich habe euch ja mal das Sortiersystem vom Thorsten gezeigt, also Frettchens 3D-Druck und da werde ich es reinsortieren, weil das ist eigentlich optimal dafür. Dann zeige ich euch auch, wie ich da vorgehe. So. Und dann haben wir die 8 gehabt, dann kommt die 9. Das ist das P. 604. Die haben wir bestimmt. Das ist auch relativ gängig Farbe, ja. 4 haben wir die in mehreren Nuancen. Nein, nur in einer. Das ist deutlich eine andere Farbe. Uiuiui. Das weicht wirklich ab. Ja, also hier seht ihr, das ist so ein richtig heller Ton hier und das ist eher so ein dunklerer Ton. Da wird man auf jeden Fall nochmal ein neues anlegen. Ist ja lustig, dass es so abweicht. Ja. Aber ich habe schon die allermöglichsten Sachen gesehen. Von Steinchen, ein und dieselbe DMC-Nummer, so unterschiedlich von der Farbe. So manchmal ist es echt, kann man es kaum glauben. So, das ist die 604. Ich meine, es geht ja immerhin in eine ähnliche Farbgruppe.
Aber ja, das ist doch ein deutlicher Unterschied. Das ist so richtig knallig und das ist ja so richtig dunkel, ne? So, da kommt es rein. Kann man das zumachen? Ich fand die Farbanzahl auch echt gut, muss ich sagen. War nicht zu viel. Geht runter hier. Das mag nicht so. Runter. Ich werde die Deckel eh sowieso noch nacharbeiten. Dann geht es weiter mit der 10. Das ist jetzt einmal das gekrümmte hier, 605. Haben wir jetzt mal gleich hier in der Nähe. 606. Sag mal bloß, die 605 habe ich noch nicht. Tatsächlich, die habe ich nur in rund. Das heißt, da kann man Neues anlegen. In eckig, da habe ich schon Klebefolie drauf. Das heißt, ich kann mir das einmal abziehen. Dann kann mir da Stein draufkleben. So. Da hin noch eins. So. Vier Stück haben wir. Ich habe hier irgendwie einen 9er Aussetzer drauf. Warum auch immer. Ich glaube, der lag hier rum und ich habe irgendwie gedacht, das ist ein 6er, weil die sind mir geprägt und wenn ich so hinhebe, dann zeigt zu mir 6, aber so rum, ne? Kurz ist ein 9er. Ja, aber ich kam eigentlich ganz gut zurecht. Ich habe den jetzt auch hier für Friends in the Rain auch ab und zu mal benutzt. Ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Schön, weil der, wie gesagt, hatte ja schön viel Colorblocking. Und daher konnte man das eigentlich ganz gut nutzen. So. 605. Gedacht, es läuft nicht weiter. Doch, es läuft weiter. Nochmal zur Sicherheit nochmal geguckt. So, dann geht es weiter mit dem T, mit dem kleinen. Das war die 699. Die haben wir. Haben auch schon einiges und das passt auch gut da rein. Schön. Ich meine, ich merke jetzt immer mehr, dass wenn ich jetzt so ein Kitting Down mache, dass es immer schneller geht, weil ich fast alle Farben jetzt hier schon habe, ne? Und dann macht es auch echt, geht's flottidilotti durch, sag ich mal so, ne? Käffchen schnell trinken. Dann haben wir die Nummer 12, das ist das Pluszeichen. Nummer 12, wo ist mein Plus da? 702 haben wir auch. Das war hier bei den 700er. 1 und 2. Auch nur eine Farbe raus, aber auch das passt gut. Sehr schön. So darf es weitergehen. Ich merke auch, dass ich immer mehr Harzsteinchen zusammenkippen kann, weil ich echt wenig eckige Acrylsteinbilder painte gerade. Ich habe zwar noch genügend im Stash, also gerade die anfänglichen Bilder, ne, die wo man sich am Anfang gekauft hat, gerade auch vom AliExpress. Aber da muss ich immer gucken, ob ich die aufhebe, weil manche sind ja wirklich von der Qualität. Puh, da wollen wir lieber nicht drüber sprechen.
Der ein oder andere weiß es bestimmt, ne? So, da hast du ja oft auch Steinchen mit wahnsinnig unterschiedlichen Nuancen gehabt. 704. Nicht Nuancen, das auch, aber ich meinte eher mit unterschiedlichen Größen. Gerade vor allem bei dunklen Farben, ne? Also da hat man teilweise so unterschiedliche Steinegrößen. Ich habe ja jetzt auch die, also was heißt jetzt, letztes Jahr, Ende letzten Jahres hatte ich ja die Panda Lady zu Ende gepaintet und da hatte ich das ganz extrem, ganz extrem. Die Steine hebe ich auch nicht auf, also was würde ich mit den Steinen? Aber das war halt auch ein altes Bild und das war nicht, zwar nicht von AliExpress, aber war halt auch aus von der älteren vor 2 Jahren. Ne? Das sahen die Acrylsteine echt noch anders aus als jetzt. So, dann haben wir die Nummer 14. Das ist ein Häkchen. Das Häkchen. Wo ist es denn? Häkchen, Häkchen, Häkchen. Wo bist du? So mal. Kennt ihr das, wenn ihr in euren Koffer guckt und dann vor lauter Symbolen nicht das Symbol findet, was ihr wollt? Sag mal, bin ich jetzt irgendwie blöd? 712. Das. Ist das? Habe ich das irgendwie rausgenommen? Ich hatte mich vorhin rumprobiert. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Kann sein, ich habe das vielleicht aus Versehen rausgestellt. Ich hatte mich rumprobiert, in den anderen Kasten das einzusetzen. Und vielleicht habe ich es da. Ah, ich habe es. Tatsächlich hier auf der Seite steht 712. 712 haben wir. Und das ist aber ein bisschen heller. Ich muss das mal kurz ins Schiffchen machen, um zu gucken. Ja. Cool. Nee, kann man zusammenkippen. Es wirkt nur so, wenn es auf einem Haufen ist. Ja. Gut, prima. So. Dann haben wir hier die 712. Dann haben wir einmal die zwei Strichchen, Dächle, 728. Die haben wir nicht. Oder? Mal hier 27? Nee, 29 braucht man. Kann man hier einmal schon doppelseitig Klebefolie drauf. Das heißt, das kann ich mir einmal, das ist so ein schöner Gelbton. So richtig schönes Dunkelgelb. Einmal. Hier schon, aber den sortiere ich dann raus, wenn ich es benutze. Stift 728. So. Dann geht's weiter. Die Nummer 16 ist einmal das Dollarzeichen. Das Dollarzeichen haben wir hier. 743, die Hammer, oder? Das sind nämlich auch gängige
41, 42 und 43 sind auch gängige Farbe. Aber 743 haben wir tatsächlich noch nicht. Aber ihr seht, ich habe 41, 42, 44, 45. Ne? Da habe ich aber noch nichts. Dann hat man einen Rund. Wundert mich tatsächlich. Aber macht nichts. Klebt man neu. Klebt man drauf halt. 43 haben wir gesagt. So. Einmal Steinchen drauf. Und dann muss man es ein bisschen abziehen hier. So, nur die Hälfte, weil ich ja das andere das in Runden noch nicht habe. Dann mache ich mir dann, ich mache mir zwar immer einen gleichen ganzen Streifen drauf, dann brauche ich das nicht nochmal draufkleben, wenn ich es in Rund brauche. Ist dann praktischer, dann hat man es gleich schon draufgeklebt, ne? So. Und den Überstand, den schneiden wir einmal ab. Können wir mal liegen lassen, vielleicht brauchen wir es gleich nochmal. Die Schere. Dieses Wochenende ist ja auch die Kreativa in Stuttgart, aber ich gehe nicht hin. Ich war auch schon, also es ist schon nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass in Stuttgart halt nur eine halbe Halle ist, ne? Dass in den anderen Städten hat man da wirklich deutlich größere. Ich glaube, in Dortmund gibt es auch noch eine schöne große Kreativa. Gibt es ja in mehreren Städten, ne? 743. 43. Ja. Dann geht's weiter mit der 747. Das ist die Nummer 17, das E. Das war die Farbe mit den meisten Steinchen im Hintergrund. Da hatte ich mich zwei komplette Dosen voll. Das E. Da habe ich auch noch ordentlich Steinchen übrig. 747. 47. 747, die haben wir schon. 46, 47, oh, ist einfach voll. Ich muss da echt, glaube ich, bald eine dritte Box. Da haben wir zwei Farben außen und das passt hier zu der da hier. Immerhin passt es zu einer. Juhu. Gut, da haben wir schon wieder hier zwei. Deckel muss ich dann nachher noch mit säubern. So. Dann geht es weiter mit der 18. Das ist so ein liegendes S mit dem Strich und drunter. So ein helles Grün. Und das ist die 772. Die haben wir noch nicht, nur ein Rund. Das heißt, die müssen wir uns neu anlegen. Ihr seht, wir haben gar nicht so viel Farben, ne, für mein Kofferchen, Leute. Obwohl ja viel Grüntöne drin sind, ne, aber leider wahrscheinlich nicht die Grüntöne, die ich brauche. Ja. So ist es halt. Ne? Das dann, wenn man das wirklich aus Reststeinen machen will, dann muss man halt auch ein bisschen geduldig sein. Aber ich finde es halt cool, wenn man dann ein Bild nur aus seinen Reststeinchen gepennt hat, oder? Das ist doch echt cool, sowas. Das macht mega Spaß. Also es macht so Spaß, das zu painten. Und mit dem Pattern Keeper geht es halt echt gut.
So, Nummer 72. Ja, heute ist Karfreitag. Ich hoffe euch, ihr habt ein schönes Osterwochenende vor euch. Auch mein Mann ist heute ausgeflogen. Das heißt, ich habe heute, oh doch, da ist sogar eins angelegt. Aber was ist denn das? Mixi. Mix gemacht. Hätte ich eh nicht so machen können. Aber ich hatte es bloß noch nicht hier eingeklebt. Aber ich hatte schon eine Tüte, hier habe ich gerade gesehen. Aber es hat eh nicht gepasst. Das war's, von daher alles gut. So. Dann haben wir das. Und dann kommen wir zur nächsten Wahl, die Nummer 19. Das war einmal ein Blauton. Das war so ein Dunkelblau. Die 806, die brauchen wir auch nicht. Sind wir jetzt schon bei den 800er Nummern? Tatsächlich. 803. 800er. Hier 3 808, die haben wir gar nicht. Ich hätte auch mal gucken können. 807, warum steht hier die nicht drauf? Die 806 wahrscheinlich. Ja, das ist ein alter Color Coach. Als ich den damals erstellt hatte, hatte ich irgendwie nicht alle DMC-Nummern drauf. Und alle, wo ich jetzt da nicht drauf habe, also wo dann auftauchen auf der Liste fehlen, hier habe ich mir, wo ist jetzt. Ende. Die habe ich mir hier hin. Ach doch, schaut mal, in rund habe ich es schon. Nur in eckig fehlt es mir. Hier. Die habe ich schon aufgeschrieben. Ihr seht, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nummern, die mir gefehlt haben, als ich das, das ist ja meine allererste Liste, die ich damals erstellt hatte. Und da habe ich die nicht vergessen. Da hatte ich nicht alle Zahlen eingefügt. Und genau. So. Hier haben wir einen falschen, den können wir gleich machen. Und hier haben wir noch ein bisschen Trash. Kann man auch gleich wegmachen, ne? Auch kein Mensch. Kann man nicht drin lassen, wenn wir es jetzt gleich sehen. Und hier ist auch nochmal ein Falter drin. So. Also nicht wundern, wenn ich immer hier unter den Tisch lang. Da ist nämlich mein Mülleimer. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht in der Kamera. Genau, und dann schmeiße ich es gerade mal alles rein. Da haben wir dann die 806. So. Kommt da rein, haben wir schon wieder eine Farbe. So. Da habe ich jetzt eins drin gelassen, aber ja, einen machen wir jetzt nicht rum. Das ging jetzt gut weg. Dann geht es weiter mit der 807. Die haben wir, habe ich hier gesehen. 807, das ist das Zeichen R. Oder? Nummer 20 ist das R. Von denen hat man auch relativ viel, genau. Und jetzt muss ich ein Schiffchen kippen, ich sehe es jetzt nicht richtig. Manchmal sieht man das in, finde ich den Farb, na, ist ein Unterschied. Habe ich noch mal eine 807 hier? 806, nee. Da brauche ich auf jeden Fall einen neuen Beutel. Das sind unterschiedliche Farbnuancen. Das gibt mal ein anderes Tütchen rein. Einmal hier. Und ihr seht, da habe ich auch echt ordentlich, aber da hatte ich auch viel Gebrauch davon.
607. Wunderbar. Haben wir auch zwei ordentliche Tütchen, ne? Wenn ich da mal was brauche, habe ich schon ordentlich was am Start. Ich glaube, ich werde jetzt mal bestimmt einige Cross-Stitch-Conversions machen. Kann ich mir gut vorstellen. Es macht richtig Spaß. Oder selbst gepixelte Sachen, ne? Ich meine, ich hatte vorher ja das und selbst gesehen, aber es war einfach das falsche Bild, glaube ich. Ne? Das war mir einfach zu langweilig. Gleich mache mal die Stickerbatzen hier schon mal weg. So. Dann haben wir die 21, 819. Da brauche ich gar nicht gucken. Die haben wir auf jeden Fall. Das ist auch so ein zartes Rosa, was man oft hat in Bildern. Die sieht auch in zwei Farbnuancen. Ich glaube aber eher, dass es die hier ist. Welches Symbol haben wir denn da? Da haben wir das Rauten. Die Rauten. Muss mir auch ein Schiffchen machen. Das ist tatsächlich die hier. Ich habe gar nicht gedacht. Aber die. Machen wir mal hier alles nach vorne, das Kärtchen nach vorne schieben. So, aber mich hinterm Kärtchen noch einiges. Jetzt haben wir die 819. So. So. Geht von euch jemand auf die Kreative, auf die Stuttgarter? Oder ist das nicht eure Region? Ja, wohnt ja nicht jeder bei mir ums Eck, ne? Aber ich weiß, dass einige Zuschauer hier ums Eck wohnen tatsächlich. Also würde es sich anbieten. Aber ich muss auch dazu sagen, gerade im Moment ist so eine Grippewelle bei uns in der Region. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also ich bin aber auch gerade ein bisschen vorsichtig, weil ich tatsächlich ja so lang krank war im Januar und im Februar. Und ich bin jetzt gerade erst wieder richtig auf dem Damm und ich habe keine Lust, jetzt gleich wieder irgendwie flach zu liegen. 906, aber ich habe auch ein bisschen was geplant, deswegen habe ich es auch nicht gemacht jetzt am Ostern. So, die 22, die 906, ich glaube, das ist mal 9, ja, das muss man die neue Kiste nehmen. Ich tausche gerade kurz aus. So, ein Flug. 906. Ja, haben wir die nicht. Die 906, haben wir die nicht. Tatsächlich, die haben wir gar nicht. Oh, halt, aber die brauche ich hier im Dings drin. Die 905. Ah, guck mal, ja, das ist eine Farbe, wo mir gefehlt hat. Wo ich noch gar nichts hatte. Ist aber nicht viel. Aber immerhin ein kleines bisschen. Ja, da hatte ich einen Punkt drauf. Genau. Sehr schön. Das heißt, ich habe da schon wieder jetzt ein bisschen was, aber ich mache die dann nicht. Also ich die jetzt hier nicht aufwählen, das mache ich dann erst, wenn ich dieses Bild dann, ne, mein Restesteinebild dann den Rest wieder zurückkitte. Und ja. So. Dann haben wir die 910. Das ist das geteilt, Prozentzeichen. Oder geteilt, ja. Den haben wir hier. Ja, das passt.
dann haben wir die nächste Symbol, die 911. Das ist das T. Das T wie Theodor. Ah, die brauchen wir auch. 911, wie schön. Und da haben wir auch noch nichts. Ich glaube auch die 907 war es nicht. War es 905, ja, die fehlt uns auch noch. Aber die haben wir leider nicht. Die haben wir leider nicht am Stand. Aber hier haben wir ein bisschen mehr. Das finde ich super schön. Ja, vom Tee haben wir viel im Hintergrund gehabt. Ne, das ist nur ein kleines Pünktchen gewesen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein bisschen was, ne? Ist doch super. So. Dann haben wir das und das. Dann, was haben wir gesagt? 911 waren wir jetzt gerade, gell? Bei dem kommt K912. Das braucht man nicht. 912 haben wir. 912. Das ist, glaube ich, eine andere Farbe. Das ist mehr so grasgrün und das ist mehr so bläulichgrün. Ja, ist unterschiedlich. 912. So. Dann machen wir das hier. 10. Hier kommt es rein. Ich muss es echt eine dritte Box anfangen jetzt mit eckig. Trotz, dass ich hier was rausgenommen habe, ne? Ja, es ist halt. So, dann haben wir das H 943. Das H. Die 943 haben wir noch gar nichts. Können wir uns dann gleich hier aufkleben. Und dann kann man hier na, du bleibst weg. Das wäre zu wenig. So. So, jetzt aber. Beutchen, genau. So. Das kann man auch wieder abschneiden, da haben wir die Schere noch hier liegen lassen. Dann
943. So. 943. 38, 39. Ja, kommt rein. Dann haben wir die 954, das ist das J. Haben wir auch nicht. Ah, guck mal, von den 900er Nummern haben wir nicht ganz so viel. Da fehlen auch ein paar hier beim 954. Ja, aber immerhin, ne? Beim nächsten Mal freue ich mich wieder, dass ich da wieder mehr Farben dann habe. Irgendwann habe ich echt alle. Alle DMC. Guck mal. Ne? Einmal. Zweimal. Ich glaube, irgendwann mache ich mir 9, wenn ich alle Farben habe und klebt das alles ganz ordentlich ein. Aber ich glaube, da brauche ich ganz viel Lust drauf. Mal gucken, wann ich das mache. Aber jetzt erstmal reicht es. Da, irgendwie finde ich das auch cool, wenn es so handmade aussieht. Ne? Wenn man sieht, dass es nicht irgendwie gekauft worden oder so. Gibt es ja auch, ne? So DMC-Listen, wo die Steine schon eingeklebt sind. Kann man alles kaufen heutzutage. Aber so handmade, so sein eigenes Teil da zusammenzustellen, ist schon was anderes, finde ich. Ne? Da steckt Herzblut drin. 954. Und ja. Ach. Vielleicht habe ich, weiß nicht, wer es gesehen hat, aber ich habe ja Straßbilder gekauft und dazu ein Unpacking gemacht und bei dem Unboxing gemerkt, dass einige Farben nicht stimmen. Jetzt habe ich tatsächlich heute Antwort bekommen von dem Händler. Da schreibt er mir, ja, vielen Dank für die Unterstützung und so weiter, bla bla bla. Und dann sagt er zu mir, ja, also sie machen schon seit 5 Jahren Premium Diamond Painting Kits. Und sind da sehr gewissenhaft und so weiter und so fort. Und ich soll doch noch mal Fotos schicken und ich kann darauf vertrauen, dass das so passt, wie sie es mir geschickt haben. Da habe ich nur gedacht, ich glaube, ich muss denen noch meinen Link zum Video schicken. Da habe ich nur gedacht, okay, seit 5 Jahren macht der Diamond Painting, aber wisst nicht, dass 210 keine schwarz ist, sondern eine rosa. Ne? Sie haben noch geschrieben, ich soll es doch dann bitte painten und darauf vertrauen, dass das Ergebnis gut aussieht. Da habe ich nur gedacht, okay, wenn ich ein Bild painte mit rosaen Haaren und da ist lauter Schwarz drin, wie blöd sieht denn das aus? Ich habe nur gedacht, meine Güte, also manche können auch überhaupt gar keine Kritik vertragen. Und ich habe gar nicht mal unfreundlich geschrieben. Ich habe nur geschrieben, was mir halt aufgefallen ist. Ne? Und also, sowas kann ich nicht, sowas verstehe ich nicht. Naja. Ich habe denen jetzt geantwortet und habe noch mal Fotos gemacht im Schiffchen und allem, nicht nur im Beutel. Und ich bin mal gespannt, was jetzt darauf kommt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt mal Steine bestellt bei AliExpress, weil ich vermute fast, dass ich keinen Ersatz mehr bekomme dafür. Er hat zwar geschrieben, ja, dass mir auch ein neues Bild schicken, aber ich brauche kein neues Bild. Und wenn die Steine genauso sind wie bei einem alten Bild, was, ne, so.
943 haben wir jetzt gemacht, gell? Nee, 954 haben wir gemacht. 954, das J. Jetzt kommt einmal die 28. Das ist die 963. Das da hier, 963. Nächste Seite, die haben wir. 963. Da ist sie. Ja, das passt. Das passt. Ja, ich habe auch nur gedacht, also wenn ich so mit meinen Kunden umgehen würde, ich glaube, dann hätte ich bald keine Kunden mehr, die bei mir bestellen. Ja, also. Naja, mal sehen, was rumkommt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Oh. Sind die jetzt hergekommen? Ja, ich bin gespannt, ob die mir da noch was zuschicken oder nicht. Mir wurde auch geraten, das per PayPal zu eröffnen. Das werde ich vielleicht auch machen. Ich meine, man hat noch eine Weile. Ich habe noch ein Weilchen Zeit. Ich warte jetzt erstmal noch, was der Kunde sagt. Was der Händler sagt. Und ja, dann dementsprechend. Also wie gesagt, ich habe die mir jetzt bei AliExpress bestellt. Und dann lasse ich die Bilder trotzdem. Ich meine, die restlichen Steine sind ja alle in Ordnung. Ne? Es ist ja wirklich nur die paar Farben, ne? Die gerade die Grautöne da, die 318, 317 und die 413. Und dann halt natürlich dieser große Beutel 210. Ne? Da, ich denke, da wurde aus Versehen falsch abgefüllt. Ne? Dass man aus Versehen statt der 310 gelesen hat und dann halt schwarz reingekippt hat. Sowas kann immer mal passieren. Das sind überall Menschen. Ne? Aber wenn man halt bei den anderen, da war es ganz offensichtlich, dass sie diese Farbe, glaube ich, nicht hatten. Weil ich hatte bei allen drei Bildern, bei allen drei eckigen Bildern diese Grautöne drin, 317, 318. Und in allen drei ist es falsch. Und in allen drei ist es auch durch ein und dieselbe Farbe ersetzt worden, durch so ein Lila. Und da frage ich mich dann, weil die bereiten die Bilder ja, glaube ich, nicht erst vor, wenn es bestellt wird. Kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Und darum habe ich schon gedacht, ob da einfach jemand, also die Bilder vorbereitet hat, keine 318 im Stash hatte, also in ihrem Lager hatten vielleicht und dann einfach so ein Lila ging. Farblich wird es vielleicht passen, ne? Aber ne, ich weiß auch nicht. Dann kann man doch die andere DMC-Nummer draufschreiben. Ich weiß auch nicht. Also 964. Ich weiß, dass einige jetzt auch bestellt haben aufgrund meines Videos, aber ihr habt es ja gesehen im Video, ne? Von daher, die haben wir noch nicht. Hoffe ich einfach, dass bei euch alles gut ist. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel bei der Joanne, habe ich ja die Videos angeschaut und da war halt alles in Ordnung. Ne? Also sie hat nichts erzählt davon, dass ihre Farben nicht gepasst haben. Und kennt vielleicht auch den Kanal Lovecraft Forever. Die paintet tatsächlich aktuell an einem Kudil Strassbild, Vollbild. Und die hat auch nichts davon erzählt, auch in Eckig. Die hat auch nichts davon erzählt, dass bei ihr das nicht passt. Ne? Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass es bei mir vielleicht wirklich irgendwie schlechter Tag war oder ich weiß es nicht. Da ist halt irgendwas schief gelaufen, ne? Vielleicht packen sie es doch erst, wenn es bestellt wird. Die Bilder. Und dass die einfach dann falsch abgefüllt worden sind. Die Steinchen. Anders kann ich es mir echt nicht erklären. Sie vielleicht hat auch einfach gedacht, ja, das ist die Vorrede. Ach komm, nimm mal halt irgendeine Farbe, die zum Bild farblich irgendwie passt. Ne, Lila passt ja schon irgendwie zu den Bildern. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie, wie das passieren konnte. Bringt
ist ja auch jetzt nichts darüber zu philosophieren, wie das zustande ist. Wichtigste ist einfach nur, dass der Fehler hat. Können wir doch ein paar Steinchen zuschicken. Ist ja jetzt nicht so ein großer Aufwand, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Außer sie haben die Farben wirklich nicht. Aber das kann nicht sein. Die 210 zum Beispiel. Aber ich glaube, da wurde wirklich falsch geguckt statt 310. Ne? Das kann schon leicht verwechselt werden. Da habe ich mich in einem anderen Bild. Zum Beispiel bei den Schildkröten. Da habe ich die 200. Ich glaube, bei der Schildkröte habe ich auch die 210 in eckig. Aber nur ein kleiner Beutel. Und da passt es ja. Ne? 964. Da passt der Ton. Ne? So. Wir werden sehen. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Und wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Dann haben wir jetzt das V. Jetzt kommen wir zu 3608. Das nähern wir uns schon langsam dem Ende. Er Nummern haben wir hier schon. 608 haben wir. Sieben und die 8. Die mehreren zwei Farben aus. Was ist das da hier? Ja. Ich hoffe einfach, also jetzt ist mittlerweile ist es mir egal, aber wenn da nichts geklärt wird, dann werde ich einen PayPal-Fall aufmachen und dann sollen die mir einen Teil zurückerstatten. Ganz einfach. Es kann auch nicht sein, ne? Gerade vor allem kann es sein, dass ich 20 Euro jetzt extra zahle, weil die es nicht gebacken kriegen, die Steine richtig abzufüllen. Ich kann euch, wenn ihr wollt, auch gerne mal... Aber das mache ich vielleicht unter einem Straßvideo. Mal den Shop verlinken von AliExpress, falls ihr auch in das Dilemma kommt. Ich weiß, ein paar haben jetzt auch was Bilder bestellt. Falls ihr auch in das Dilemma kommt. Aber ich bin echt gespannt über euer Feedback. Also bitte lasst gerne Feedback da und guckt euch die Steine genau an. Ich meine, wer sich noch, vor allem, man muss sich ja auch überlegen, wer sich noch nicht auskennt, wer so ganz neu ist bei Diamond Painting, kennt sich nicht aus mit den Farben. Der hat vielleicht das gar nicht, dem fällt nicht mal auf, wahrscheinlich, dass 210 kein Schwarz ist. Ne? Und paintet es dann und ist dann voll gefrustet, weil es voll blöd aussieht. Aber ich soll ja darauf vertrauen, dass es auch passt, ne? Hat der Händler gesagt, ich soll bitte drauf vertrauen, weil sie ja schon seit 5 Jahren Premium-Kits herstellen, dass es gut aussieht, ne? Naja. So, dann geht's weiter. Was hat man jetzt? Was haben wir jetzt gehabt? 3608 war es jetzt. Jetzt kommt der Anker 3756. Die haben wir auch sicherlich. Ist auch eine ganz gängige Farbe. Der Anker. Die haben wir auch ein bisschen öfters drin gehabt. So ein helles mit ganz schöne Farbe. 56 war das, gell? Ja. 56. Ja, da haben wir. Uiuiui, da haben wir einiges. Da haben wir zwei fette Beutel, zwei Farbnuancen. Ich denke mal, das sind so Acrylsteine. Ich glaube, das wird das hier sein, ja. Weil das sind auch Harzsteine. Habe ich schon gesehen. Ich glaube, das habe ich sogar auch von Snowy Walking. Da habe ich mich auch von Karat Art Steine übrig. So. Flupp. Dann haben wir den Ankerhammer 3761, das A. 3761, das A. Haben wir auch. Das mag ich doch. Das mag ich doch, wenn wir das alles schon haben. 61, schöner Blauton, schönes Blau, aber da haben wir
andere Farbe. Da haben wir einen anderen Farbton. Das sind auch Acrylsteinchen und das sind Hartsteinchen. Aber das macht eigentlich nichts, ne? Also daran liegt es nicht. Aber man hat ja oft so gleiche Firmen, die man paintet, aber auch selbst in der Firma kann unterschiedliche Farbnuancen sein, ne? Weil die bestellen ja auch unterschiedlich ihre Bilder und der Händler hat ja nicht immer die gleiche Charge an Steinen, die er produziert auf Lager. Also von daher. Aber ich denke mal, wenn man bei einer Firma bestellt, die auch eine Produktionsfirma haben, die werden ja ihre Steinchen immer nach dem gleichen System färben. Ne? Das heißt, es werden kaum Farbunterschiede sein. 3761. Also kann man schon davon ausgehen, wenn ich jetzt immer bei Karat Art Steinchen downkitte, dass die ungefähr die gleiche Farbrange haben. Ne? 60. 61. So. Dann haben wir 3766. 700. Das M. Das M wie Martha. Und die 3766. Doch, haben wir. 65, 66, da ist es. Da haben wir auch 1, 2 Farbnuancen. Und das ist die hier. War ganz schön viel schon, ne? Ein ganz Beutel voll. Nicht schlecht. Upp. Einmal rein damit. Mal auch wieder da. So, dann geht es weiter mit dem C. Ah, das C-Hammer. Da habe ich wieder einen Punkt drauf. Wie schön. Die 3805. Ach, warum jetzt einen anderen Koffer? Weil hier sind ja keine 3000er Nummern mehr drin. Machen wir hier mit den kleinen Koffer. Ja, die haben wir auch noch nicht. Ah, das ist eins bei den Blumen. Da freue ich mich. Da ist schon ein runder Stein drin. Können wir groß machen. Schwarz. Juhu. Es war nicht viel, aber ein bisschen was. Von dem brauche ich auf jeden Fall. Da kann ich gleich schon nachkleben. Da, wo die Lücken waren. Das weiß ich nicht, das Symbol hier. Sehr schön. Da freue ich mich. Ist immer schön. Ich denke, euch geht es wahrscheinlich genauso, ne? Wenn ihr so ein Restesteinebild, freut euch immer, ich weiß, die Celine zum Beispiel, die paintet ja auch ein Restesteinebild, aber die hat ein fertiges gekauft und die freut sich auch immer, wenn sie neue Farben dazu bekommt zu ihrem Bild. So, das N 3806. Ich glaube, das war es jetzt mit meinen. Ich sehe hier keine Punkte mehr auf meinen Dösen. Schade. Aber jetzt kommen wir eh bald zu den AB-Farben und dann sind wir ja schon durch. 3806. Die haben wir bestimmt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Nein, die haben wir nicht. Ist ja gar nicht. 3806. Ein paar Farben haben wir jetzt schon wieder dazu gewonnen. Bei jedem Bild wird es immer neue dazu kommen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch den Kalender von der Pichu, den Osterkalender. Und da werden auch, denke ich, einige Farben. Hat ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Farben hat der. Ich weiß gar nicht mehr. Auch, glaube ich, so um die 50 oder ein bisschen mehr. 56. Und
Da werden auch einige Farben in mein Bild wandern, aber keine Farben, die ich noch nicht hatte. Das habe ich mir schon auch, habe ich auch schon geguckt, mir auch schon Markierungen hingemacht, welche Farben ich da reinsortieren kann. Das macht es aber auch dann einfacher, ne? Dann braucht man nicht jedes Mal in die Liste gucken von dem Bild, sondern ich habe halt einfach auf den Pattern Keeper geguckt und habe dann geguckt, okay, die Farbe brauche ich und habe mir dann einfach ein Kreuzchen hingemacht. Und fertig ist die Sache. Und dann brauche ich nachher im Nachhinein dann noch nicht im Video Ewigkeiten immer gucken auf dem Pattern Keeper, passt die Farbe jetzt oder passt sie nicht. So. 3806. Jawohl, mega. Sehr cool. Ach, was habe ich denn da geschrieben? 3806. Ich weiß gar nicht, ob es die 386 überhaupt gibt. Müsste ich glatt mal schauen. 3806. 7. So, da kommt's rein. Oh, das waren ein paar Steinchen im Schiffchen. Das passiert mir immer wieder, wenn ich zu schnell abschütte. Und hier am Rand bleiben immer gern als mal welche hängen. Und deswegen wandern bei mir auch immer andere Steine mit in die nächste Farbe rein. Das kann immer mal passieren. Na, hier immer so Blindgänger in den Steinchen drin. 812. Die haben wir auch noch nicht. Das ist die Nummer. Das X. Ja, von der haben wir ein bisschen mehr. Ich gucke jetzt mal, ob da ein Tütchen ist, aber ich glaube nicht. Nein. 12. Da haben wir aber schon doppelseitiges Klebeband drauf, wenn wir da schon rund aufgeklebt haben. Oh, ich brauche jetzt auch mal wieder ein Bild in runden Steinen. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer nur eckig gepennt. Ich brauche jetzt mal wieder ein Bild mit runden Steinchen. Ich habe aber auch da schon was im Kopf. Mal gucken. Wir werden sehen, ob es Diamondopoly mir das Bild gönnt oder nicht. Ja, habe ich überhaupt in meinem VIP? Doch, ich habe in meinem VIP auch ein Bild mit runden Steinen. Das könnte ich dann auch nehmen. Ich habe sogar mehrere, glaube ich. Die ganzen Snackbilder sind ja alle rund. Die 30x40er Bilderchen. 3812. 3812. Einmal, nächste Farbe. Dann haben wir es D, 3846. 800. Hammer. Blautöne. Ja. Das war ja klar. 3846. 45. 46. Da haben wir nur eins. Noch. Ich muss das ins Schiffchen machen, zum Gucken. Nee, das ist ein anderer Farbton. Da müssen wir leider ein anderes anlegen. Das macht kaum Unterschied, aber man merkt es dann doch ein bisschen. Ne? Mache ich lieber ein anderes und dann kann man immer noch entscheiden. Manchmal braucht man ja von der Farbe nicht viel, ne? Vielleicht 100 Steine, dann würde das vielleicht schon reichen. Ja, wäre auch ein bisschen knapp, aber kleiner Unterschied haben wir. Nicht viel, aber ein kleiner ist es doch. 3856. 800. Ich werde auch immer gefragt, ja, warum hat man denn da Unterschiede? Es ist halt einfach in der Produktion, ne? Jede Firma macht einen kleinen Farbklecks, vielleicht mehr
Und der eine macht ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr. Und dadurch entstehen einfach diese Farbunterschiede. Ne? Die haben schon eine Richtlinie, ne? Die müssen die 3846 muss so ein Türkisfarben sein. Das ist schon klar, das ist ja auch so, ne? Bloß, wie gesagt, der eine macht es ein bisschen kräftig, der andere ein bisschen weniger kräftig, der eine ein bisschen mehr grün, der andere ein bisschen weniger grün, ne? So, dann haben wir die 3850, das ist der Punkt. Ich glaube auch nicht so viel. Die haben wir nicht so oft gebraucht, die Farbe. 850, die haben wir auch noch gar nicht im Dings. Da kann man da auf jeden Fall auch neu aufkleben. Seht auch so eine Rolle, ne? Die reicht echt ewig, wenn ihr da so eine Rolle mitkauft, wenn ihr dann den Color Coach kauft. Vielleicht habt ihr auch daheim. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr einen ganz neuen Color Coach anfangt, könnt euch auch zwei Bahnen mit je 1 cm rund einfach hier runterziehen. Dann braucht ihr nicht jedes Mal, dann müsst ihr das nur in der Mitte hier einschneiden, ne? Das geht auch. Dann braucht ihr aber nicht jedes Mal das so abreißen, wie ich es mache. Ist vielleicht eine ordentlichere Geschichte vielleicht. Wenn ich dann nochmal einen anlege, werde ich es wahrscheinlich auch so machen. Aber wenn man so 1 cm, ich muss mal ganz kurz gucken. Hier ein Lineal irgendwo liegen. Aber 4 Steinchen sind ja 1 cm, ne? Bei eckig. 4 Steinchen. Einer ist ja 2,5 mm, also von daher. So, dann haben wir die 3850. Das heißt, so 1 cm doppelseitiges, ihr könnt ja auch 1,2 cm nehmen. Müsst ihr gucken, ob ihr das kriegt. 12 mm statt 10 mm. Und dann klebt ihr euch da einfach zwei Bahnen, macht ihr die einfach hier runter, zack. Oh, ich weiß noch ganz, ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Color Coach, da habe ich es noch mit Flüssigkleber gemacht. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, ja, mit doppelseitigem Klebeband, ja, logisch. Da bin ich halt davor, ja, da weiß ich noch, da hab ich meinen Sticker noch gar nicht runter gemacht. Aber ja, so fängt jeder halt mal an, ne? Und man lernt dazu. Oder man lernt aus seinen Fehlern. Kann man ja auch sagen, ne? Gehört einfach mit dazu. Und wenn ich mir überlege, ne, ich denke, so geht es den einen oder anderen auch. Ich denke mal, viele haben ja sicherlich mit Diamond Painting auch angefangen während der Corona-Zeit, so wie ich auch zum Beispiel. Und painten ja auch jetzt mittlerweile 3 Jahre oder 4 Jahre. Und da eignet man sich halt einfach Tipps und Tricks an, ne? 3850. Und ja, gehört dazu. Aber 46, 47, 48. Da 49, 50. Haben wir die Farbe auch auf der Liste drauf. 51 haben wir jetzt noch. Die 51 haben wir. Haben wir auch in 2 Farbnuancen. Ich guck mal. Das war das Symbol. Das G. Da müssen wir auch einiges wahrscheinlich. Ja, so viel war es nicht. Ich dachte, irgendwie gedacht, das passt hier rein. Dass ich das öfters benutzt hatte, aber. Kann ich mich auch täuschen. 51. Ihr seht ja auch, manchmal passt es ja auch, ne, von der Farbnuance. Das, daran erkennt ihr halt auch, dass sie schon eine Richtlinie haben, wie sie ihre Farben mischen müssen, weil DMC-Farben sind halt einfach genormt. Und ja. Haben wir nur noch eine, die 5200, das andere sind alles AB-Farben. 5200. Da brauche ich gar nicht gucken, die habe ich auf jeden Fall.
5200 haben wir in mehreren Farbnuancen. Und das ist ja das Ganze. Ne? Das da hier. Ja. Da rutscht das Kärtchen hoch, müssen wir da runterschieben. Wenn Sie die Steine hier unten dazwischen schieben wollen, dann rutscht das alles mal hoch. So, 5200 haben wir wegsortiert. Und dann habe ich jetzt eigentlich nur noch AB-Steinchen. Das mache ich dann aber separat, ne, wisst ihr ja. Da habe ich dann einen neuen Koffer, da räume ich jetzt nicht alles weg und wieder hin. Das sind ja nur ein paar Farben, also neun Farben. Ich habe einmal so ein kleines bisschen blau. 3846. Und dann werde ich die Farben noch in meinen AB-Koffer machen. Mal gucken, was ich da schon habe an Farben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr dürft gespannt sein, was da kommt. Also ich habe es euch ja schon erzählt, ne? Die Glass Mermaid. Ich denke, die werde ich auch hier reinkippen, weil die hat nur 48 Farben und in den Koffer passen, also in das Körbchen passen genau 50 Fläschchen rein. Da steht zwar bei Diamond Adler, muss ich jetzt noch einmal gucken. Ich habe mich das Kit noch nicht aufgemacht. Da stehen nämlich immer 48 plus 5 AB-Farben. Dann wären es ja 53 Farben, würde aber auch noch reinpassen an der Seite. Muss ich mal gucken, oder ob es insgesamt 48 Farben sind. Aber ich denke wahrscheinlich an 53, denke ich mal. Ich werde sehen, auf der Liste steht es ja drauf. Ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterwochenende. Genießt die Zeit, habt ein paar ruhige Tage, wünsche ich euch auf jeden Fall von Herzen. Und wir sehen uns, denke ich mal, beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, tschüss.